kann ich ja schnell mein Tourette-Syndrom rauslassen, oder? Das schneidest du ja jetzt. Arschloch! Hallo zusammen. Endlich nach einer langen, langen Pause gibt es wieder einen Vitamibäre-Podcast. Heute mit dem Johannes Klein, besser bekannt als Jojo aus Oberstdorf. Und ja, er ist Trailrunner, aber er ist vor allen Dingen in seinem Job Bergwanderführer. Und jedes Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, ist er 6-mal auf dem E5 über die Alpen von Oberstdorf nach Meran gewandert mit Gruppe und darüber erzählt er ein bisschen was. Ja, warum hat es jetzt 2 Monate gedauert, die nächste Episode rauszubringen? Einerseits war ich in Afrika, dann mit Essex zum Trainingslager in Zypern und letzte Woche habe ich dann endlich auch Madeira hinter mich gebracht mit 85 Kilometern. Doch wieder ein hartes Stück Arbeit. Und jetzt endlich schaffe ich es, den Podcast hochzuladen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ansonsten, ja, alles, ein paar Bilder, Shownotes findest du unter vitaminbeere.de/018. Und wenn du willst, gerne teilen, liken, followen, was auch immer. Viel Spaß, ciao, ciao. Nach einer langen Pause habe ich es jetzt endlich geschafft, mal wieder jemanden ans Mikro zu bekommen. Wir sitzen hier am Moorweiher in der Nähe von Oberstdorf oder bei Oberstdorf, in Oberstdorf, mit dem Blick auf, ich habe keine Ahnung. Himmelschrofen. Himmelschrofen, super. Genau, und neben mir sitzt jemand, nämlich derjenige, den ich letztes Jahr am Lara di Urta das erste Mal live gesehen habe. Nämlich der Johannes Klein oder kurz Jojo, oder? Jojo finde ich sehr gut. Hallo Jojo. Hey, servus. Schön, dass du hier bist, dass ich dich endlich, wir hatten es ja im Winter schon ein paar Mal probiert, jetzt hat es endlich geklappt. Finally, genau. Genau. Und ja, erzähl doch mal kurz, wo kommst du her, was machst du, wer bist du? Ja, wie du sagst, also ich bin der Johannes Klein. Am liebsten ist es mir aber, wenn die Leute mich einfach Jojo nennen. Ich komme aus Oberstdorf, darum bin ich froh, dass wir das hier machen können. Das ist ganz unkompliziert für Heimspiel. Mich. Ja, genau, so kann man sagen. Hab von der Welt auch noch nicht so viel gesehen, aber wenn ich jetzt hier wieder den Blick schweifen lasse, dann weiß ich auch warum, weil weit muss man eigentlich nicht gehen, wenn man es so schön hat. ja, bin mittlerweile echt im Laufsport ziemlich verfallen, also dem Sport allgemein. Und bin eigentlich wirklich fast, versuche jede Minute draußen zu sein, Natur zu genießen und das nicht nur im schnellen Schritt, sondern auch als Wanderer, sage ich mal, weil von der Materie komme ich. Ich habe es von meinen Eltern hier so das Ganze eigentlich kennengelernt. Von klein auf haben die mich schon in die Berge mitgenommen und damals auch in jungen Jahren eigentlich auf diese ganze Materie hier geeicht und da habe ich das Ganze hier lieben gelernt. Mittlerweile kann ich mich glücklich schätzen, weil im Sommer bin ich dann eben Bergwanderführer und verdiene eben mit dem jetzt auch mein Geld und so ergibt sich für mich immer wieder diese perfekte Symbiose aus dem einen entschleunigten Bergwanderführer, weil man muss ja Acht auf seine Gäste geben, das Tempo dementsprechend natürlich drosseln und schön langsam in den Bergen unterwegs sein. Und sobald ich dann immer wieder die Möglichkeit habe, für mich selber natürlich unterwegs sein zu dürfen in den Bergen, da wird dann die eigene Pace gegangen und so variiert das Ganze und es ist extrem abwechslungsreich. Und ich bin echt happy mit dem Zustand, wie es zurzeit so ist in meinem Leben. Das klingt ja super. Ja. Bevor wir zu dem Bergwanderführer und vor allen Dingen halt der Alpenquerung kommen, weil da werde ich dich gleich ausquetschen. Okay. So wirklich lange habe ich dich eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm, was jetzt das Thema Trailrunning betrifft. Du machst das noch nicht so lange, oder? Ja, kann man so sagen. Also, für also mich, so in der Öffentlichkeit. Ja, also wie gesagt, ich meine, ich mache mir schon viele Gedanken darüber jetzt in letzter Zeit auch, woher das jetzt eigentlich so kommt, weil mein erster Wettkampf, den ich damals gemacht habe, das war der Nebelhornlauf 2015. Also ist jetzt nicht mal 2 Jahre her. Das war so mein erster. Das ja quasi eher so der klassische Berglauf ist. Genau. Also nochmal eine andere Sparte. Ja. Aber halt für mich eben auch Wettkampf im Berg, sage ich mal. Von dem her fällt es für mich so in eine Kategorie, sage ich mal, wo ich mich auch wirklich dann dementsprechend darauf vorbereitet habe, eben mit, sage ich mal, ein bisschen Training damals noch, ganz andere Umfänge als heute. Aber wo ich wirklich gesagt habe, hey, da habe ich einen Tag, ein Ziel, da will ich eigentlich fit sein und will mal gucken, was so geht. Aber zu diesem Prozess, der jetzt dann eigentlich über die letzten Jahrzehnte mittlerweile ging, eben, ich komme vom klassischen Bergwandern, mit den dicken Bergstiefeln habe ich es kennengelernt und über die Jahre wurde ich halt immer schneller, weil ich natürlich immer im Berg war. Das kommt das eine zum anderen.
Das Material wurde immer leichter. Irgendwann war ich dann nur noch allein unterwegs. Dementsprechend mein Tempo, die Touren wurden ausgedehnter. Und so ist es jetzt eigentlich ein logischer Prozess, dass es jetzt gerade in dem Zustand ist, in dem es sich jetzt befindet eben. Und da kam halt irgendwann das Trailrunning mir über den Weg. Und das hat mir gerade ganz gut in den Kram reingepasst. Und eben jetzt so, sage ich mal, seit im Sommer 2016 gehe ich es halt richtig ambitioniert an und gucke auch, dass ich eben diesen Sport ziemlich in mein Leben integriere, sage ich mal, oder sogar teilweise jetzt mein Leben auf diesen Sport eben auch auslege, aber es taugt mir halt voll, weil ich merke selber, wie es mir natürlich gut tut, nicht nur meinem Körper, sondern auch meinem Geist und sonst was. Viele sind dann immer erschrocken, wie ich denn mittlerweile aussehe und wie abgemagert ich bin, aber ich muss dann halt immer wieder entgegnen und sagen, hey, ich bin so fit und fühle mich so energiegeladen und motiviert fürs allgemeine Leben auch, nicht nur für den Sport, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und das ist halt echt eine tolle Sache und ich finde das genial, dass das nur in kurzer Zeit eben jetzt so Schlag auf Schlag funktioniert hat und wirklich so tipptopp in mein Leben passt und mich eigentlich so bereichert. Ambitioniert ist ja fast schon untertrieben. Also wenn ich mir immer so bei Strava angucke, was du an Höhenmetern und Kilometern machst, da wird einem ja schon schwindelig. Also da ist ja quasi so eine 100-Kilometer-Woche schon schlecht. Also so untere, also noch nicht mal Durchschnitt, sondern wirklich schon untere Grenze. Ja, was sagen wir schlecht? Also ich sag immer wieder so, ich habe mal gehört irgendwo, es gibt leere Kilometer oder so im Training. Und das gibt's für mich nicht, weil ich eben, wie gesagt, so gerne laufe. Von dem her ist für mich jeder Kilometer irgendwo wert. Von dem her, klar kann man sagen, oh Gott, der läuft so viel oder sonst was und 100 Kilometer ist wenig. Aber wie gesagt, jeder dieser Kilometer ist es für mich eben wert, egal in welcher Intensität ich ihn laufe und so weiter. Und eben, du sagst, das ist große Umfänge und so mag das für einen Außenstehenden sein. Und ich denke mir manchmal auch, eigentlich ist es der Wahnsinn, wenn ich dann gerade Strafe oder so mache, es ja möglich, guckst am Ende der Woche mal, wie viele Stunden wieder reingeflossen sind. Ja. Und gerade die Stunden, da denke ich mir dann manchmal, pff, sauber, warst du wieder so und so viele Woche unterwegs. Aber ich weiß halt genau, dass jede einzelne Minute es eigentlich irgendwo wert war, weil die war genau richtig und ich habe sinnvoll diese Zeit einfach verbracht in dieser Woche für mich. Und von dem her, wie gesagt, es ist einfach ein Teil mittlerweile meines Lebens und gehört zu meinem Lifestyle, kann ich ganz klar sagen. Und deswegen ist es für mich eigentlich auch nicht so dramatisch, sage ich mal, diese großen Umfänge, weil das kommt dann von ganz automatisch. Ich habe diesen täglichen Antrieb, diesen Drang, mich einfach zu bewegen. Ja. Ich muss manchmal natürlich auch sagen, auch wenn der Körper zackt und ich merke, hey, ich habe hier ein Wehwehchen oder da, ich gehe dann trotzdem laufen, manchmal. Und da habe ich auf jeden Fall noch Potenzial, sage ich mal, zu lernen, noch besser auf meinen Körper zu hören und einfach mal zu sagen, hey, okay, dann gehst du es heute mal ruhig an und bist dafür umso besser wieder gerüstet für die kommenden Tage oder so. Aber zurzeit ist einfach so, mich juckt es einfach so, dann rauszugehen und einfach was zu machen. Also da ist einfach dieser innere Drang da und da kommen diese Zahlen und sonst was von ganz automatisch. Und machst du das nach eigenem Gutdünken, also nach Gefühl oder trainierst du wirklich nach Plan? Oder? Ja, ist eine gute Frage, die ich jetzt auch immer wieder häufiger höre. Ich sage, es ist so ein Mischding. Also kommt auf die Jahreszeit eben an, was ich mittlerweile gemerkt habe, ob ich jetzt Wettkämpfe vor mir habe oder nicht. Und jetzt zum Beispiel im Herbst, wo ich gewusst habe, okay, jetzt kommt eh der Winter, da kannst du machen, was du willst. Da bin ich einfach nur nach Gefühl gelaufen. Da bin ich raus und bin einfach gelaufen. Einfach nur, wie es der Körper einfach hergibt. Jetzt mittlerweile natürlich dann im Aufbauphase jetzt, da guckst du dann schon eben, dass du deine Intensitäten variierst, dass du deine Intervalle läufst. Und von dem her würde ich sagen, ich laufe nicht täglich nach Plan, weil das wird mir die Freiheit nehmen. Die Freiheit, die ich eben so genieße an diesem Sport, einfach am Laufen, dass es so variabel ist, dass ich Höhenmeter machen kann, dass ich flach laufen kann. Auch einer der genialen Vorteile, dass ich eben in Oberstdorf groß geworden bin. Wir haben hier alle Möglichkeiten vor der Haustür. Ich kann es mir aussuchen, jeden Tag, was ich machen möchte. Von dem her sage ich mal, es ist so ein On-Off-Trainingsplan. Mal weiß ich eigentlich, heute sollte ich das machen, dann mache ich es vielleicht mal andermal. Oder ich weiß, morgen ist das Wetter schön, dann mache ich morgen die große Runde, mache da den langen Lauf, sage ich mal. Und das ist so ein ständiges Adaptieren, kann man sagen. Luxus. Ganz genau. So definitiv Luxus. So kann man das sagen, genau. Aber wie gesagt, die Freiheit ist mir wichtig. Also ich glaube, ich könnte nicht streng vom Montag bis Sonntag, sage ich mal, einen Plan mir vorgegeben. Und selbst wenn ich wüsste, dass ich dann noch besser bin, wenn ich nach diesem Plan gehe, ich glaube, das würde mich dann eben nicht glücklich machen, weil es mir eben die Freiheit nimmt, das zu tun, eben worauf ich Bock habe in dem Moment, in dem Tag. Also ein sehr empfehlenswertes Leben für dich. Für mich, also wie gesagt, gibt es gerade eben nichts Schöneres. Ich finde es genial, wenn ich morgens aufstehe und genau weiß, okay,
ich muss heute das und das machen. Oder was heißt müssen? Ich treffe mich heute mit dem Kollegen auf Café um die und die Uhrzeit oder ich muss heute noch um die und die Uhrzeit einkaufen gehen und mir da dann meinen Baustein Sport noch irgendwie reinlegen. Dass ich mir da noch einen Lauf mache oder ich weiß auch am nächsten Morgen, hey, ich muss arbeiten oder so. Dann weiß ich genau, dann stehe ich morgens früh auf und gehe vor der Arbeit laufen oder sonst was. Und so finde ich es genial, meinen Tag zu strukturieren und dann in Anführungszeichen natürlich abarbeiten zu dürfen. Und dann am Ende zu sagen, hey, am Abend, wenn ich dann Brotzeit mache oder so, die mir auch heilig ist, hey, geiler Tag, ich war wieder draußen unterwegs und habe alle meine Dinge, die ich machen wollte, auf die Reihe gebracht. Und so ist das eigentlich echt ein geniales Leben, finde ich zurzeit. Und was hast du in den nächsten Jahren so vor? Also was sind so Träume von dir? Was möchtest du mal laufen? Die Klassiker oder eher individuelle Sachen? Beides eben. Also definitiv, Wettkämpfe treiben einen an. Da muss man nicht drum herum reden. Dafür reißen wir uns auch den Arsch auf. Dafür machen wir hartes Training und sonst was. Aber ich sage immer wieder nur, die sind die Spitze vom Eisberg eben. Da sehen die Leute, die Öffentlichkeit halt zahlen und sonst was und denken sich, boah, krass, was der macht und sonst was. Aber eben das Wichtige sind für mich halt auch wirklich diese individuellen Ziele, wie du es nennst. Ich sage immer wieder auch Träume, Sachen, wo ich vor ein paar Jahren mir mal gedacht habe, ob das möglich ist oder nicht. Ja. Und jetzt mittlerweile gibt es der Körper und der Geist her, aufgrund eben des Trainings und sonst was. Und da gibt es einige Sachen, auch gerade hier bei uns in den Allgäuer Bergen, wo ich wirklich sage, hey, das habe ich auf der Liste, aber ich rede ungern über diese Sachen. Also ich mache sie dann. Ich habe wirklich diese Liste daheim liegen, wo meine Teile, auch teilweise meine privaten Sachen drinstehen. Hätte ich das gewusst, dann hättest du die gerne mitbringen und vorlesen dürfen. Wie gesagt, die liegt bei mir in der Schublade und so ist sie auch in meinem Kopf und die behalte ich gern für mich. Und klar, Wettkämpfe, da können wir offen drüber reden. In unserer Sportart, da gibt es die großen Klassiker. Du selber fährst jetzt nach Madeira, gehört zum Beispiel auch dazu. Weiß ich auf jeden Fall, eines Tages, da möchte ich auch hin. 2017. ja, 18. Genau. Geh mal wieder zusammen. Ja. Setz mal deine Serie fort, genau. Du machst dann den 115er. Das wäre geil. Nee, aber das ist das Geile bei solchen Wettkämpfen eben, und das muss ich dir ja nicht sagen, die bringen dich in verschiedenste Teile der Welt oder der Alpen oder sonst wo. Und ich liebe es dann eben, diese Wettkämpfe zu machen, als Aufhänger zu nehmen, eben irgendwo hinzufahren, wo ich es nicht kenne, die Gegend. Und dann mir eben noch Tage vorher und nachher zu nehmen. Beste Beispiel, jetzt im Mai fliege ich dann auf Transvulkania und mich freut schon so genial auf diese Insel und die Geschichten, die ich da gehört habe. Der Flo war ja letztes Jahr da, mein Kollege, der Flo Schütz. Und ich habe Bilder gesehen und der hat mir Geschichten erzählt und ich bin da fasziniert jetzt schon von, weißt du? Mich freut es auf den Wettkampf, auf die Herausforderung, auf die Konkurrenz, die ja Weltklasse ist. Auf die ist. Typen, die da sind. Genau. Auch auf die Organisation und alles. Das liebe ich ja alles so drumherum, das so aufzusaugen, weißt du? Aber dann auch genau zu wissen, okay, da wird richtig viel Zeit sein, weil es ja dann Urlaub drumherum ist, für mich selber, wo ich dann selber die Insel erforschen kann, einfach die Natur für mich selber wahrnehmen und genießen. Und das halt liebe ich, einfach auf Wettkämpfe zu fahren und dann genau zu wissen, okay, ich habe noch Zeit drumherum, habe mein Quartier, meine Base und kann mir dann einfach die Gegend dann nochmal angucken und das so mal richtig für mich selber wahrnehmen. Und darum geht es für mich im Endeffekt, einfach eben rausgehen, Neues zu erkundschaften und eben einfach in der Natur sich frei bewegen zu dürfen. So, genug Trailrunning. Du bist Bergwanderführer. Genau, was so bedeutet das? Ist das jetzt nochmal was anderes als jetzt so jemand, den man buchen kann und der schleppt dich auf den Klettersteig mit? Oder, genau, so kann man es eigentlich sagen. Also runtergebrochen, es gibt den klassischen Bergführer, wie ihn jeder kennt. Und der Bergführer darf dich überall hinführen, wo er mag. Auf jeden Berg, egal wie schwierig noch was. Dafür hat er eine 3-Jahres-Ausbildung, ist dementsprechend kostenintensiv. Mhm. Und da hat sich jetzt einfach parallel dazu eben als abgespeckte Version, kann man einfach sagen, heruntergebrochen, der Bergwanderführer rausgebildet, sage ich mal. Wir haben einen bestimmten Zuständigkeitsbereich als Bergwanderführer, der endet irgendwo. Also wir dürfen zum Beispiel keine Menschen an Seilen nehmen oder sonstige Sachen. Und ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad, was Wege betrifft und zum Beispiel Gletschertouren sind auch tabu für uns, dürfen wir einfach nicht mehr führen. Mhm. Und da, wo unser Zuständigkeitsbereich eben als Bergwanderführer endet, da darf der Bergführer alles machen und unsere Bereiche deckt er natürlich auch ab. Aber eben das Tolle ist, Bergwanderführer, da dauert die Ausbildung nicht so lang, ist eben nicht so kostenintensiv und ich darf trotzdem einen Haufen Touren führen. Und die Nachfrage mittlerweile, was wir natürlich merken bei den Gästen, die wollen wieder weniger das Extreme, sage ich mal. Und die das Extreme wollen, die können es eigentlich meistens schon selber. Also die gehen dann, sage ich mal, einfach Tretterspitze und so, das können die dann einfach. Oder zum Beispiel auch irgendwelche Klettersteige. Und wir als Bergwanderführer kommen dann halt klassischerweise eben, wie du gesagt hast, Alpenüberquerung zum Beispiel ins Spiel. Die ganz normalen Hüttenwanderungen, sage ich mal, wo vor allem halt der Genuss vor allem im Vordergrund steht. Von Hütte zu Hütte und einfach Natur genießen
und, sage ich mal, auf einfacheren alpinen Wegen unterwegs zu sein. Und genau das ist halt das, wo wir als Bergwanderführer eingesetzt werden. Wie groß sind denn diese Gruppen? Also du machst ja die Alpenquerung auf dem E5 öfter mal im Jahr? Ja, genau. Von Oberstdorf nach Meran, wie viele Leute sind das so und wer macht da mit? Also ist das jetzt eher so der klassische, ich bin gerade Rentner geworden, jetzt will ich mich nochmal irgendwie beweisen? Oder ist das der Business Casper aus Hamburg, der sagt, das muss ich mal gemacht haben, damit meine Kollegen im Marketing ich so richtig prahlen kann? Ja, oder? Das ist eine gute Frage, weil gerade in Bezug auf den E5, ich sag's dir, das macht jeder. Okay. Das ist ja das Geniale. Also der E5 ist ja seit über einem Jahrzehnt mittlerweile ein absoluter Klassiker. Also die Nachfrage ist gewaltig und jetzt auch dieses Jahr wieder und das wird nicht aufhören. Also der E5 mittlerweile so ein Begriff auch, den will jeder irgendwo mal machen, sage ich mal. Der in die Berge geht und sagt, er will Hütten übernachten, der wird über diesen Begriff E5 irgendwann mal stolpern und allein der Begriff von Oberstdorf nach Meran Richtung Süden, das weckt Träume, Emotionen. Ja, genau. Das weckt Emotionen bei den Leuten irgendwo und da stehen die voll drauf, sage ich mal. Und zu Recht, es ist super schön, also die Alpenüberquerung. Aber man muss halt den Leuten immer sagen, es gibt ja nicht nur den E5 als Alpenüberquerung. Du kannst ihn an so vielen anderen Stellen die Alpen überqueren und es ist überall traumhaft schön. Auf der Tauernautobahn. Ja, genau, zum Beispiel. Das ist der einfachste und schnellste Weg. Und man darf sich auch richtig in Unkosten stürzen. Also es läuft im Prinzip aufs Gleiche heraus. Nee, aber wirklich alle Altersstrukturen. Wir wissen auch in der Jugend mittlerweile wandern wieder voll im Trend und das merken wir natürlich auch. Aber eben auch die Rentner, also die jetzt wirklich Zeit haben, sich nochmal besinnen und irgendeine neue Herausforderung suchen. Und es kommen da wirklich alle. Teilweise auch Leute, die noch nie einen Fuß in ihrem Leben an den Berg gesetzt haben, aber gestandene Marathonläufer sind und dann erstmal merken, hoi, Höhenmeter sind ja richtig brutal und anstrengend, wenn es die Muskulatur und der Körper nicht gewohnt sind. Also da lernst du echt die lustigsten Geschichten teilweise und freust dich dann eben auch für die Leute, weil die genießen es halt wirklich. Das ist dann einfach Urlaub für die natürlich, aber Aktivurlaub. Und was gibt es eben Schöneres? Das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, was wir eben auch schätzen jetzt und machen. Mal Besuch. Hi. Hallo. Die kleine Katze. Na? Genau. So, kurzer Hundebesuch. Ja, genau. Und zack weiter. Nee, hast du auch der Jacke gepinkelt? Ja, ist ja nur deine, genau, der neue Rucksack. Ja. Passt schon. Nee, und du hast noch gefragt, die Gruppengröße. Also das ist eigentlich ein ungesprochenes Gesetz mittlerweile, aber alle Bergschulen haben so einen Bergführer, 12 Gäste. Okay. Und wir sind eigentlich immer zu zweit jeweils pro Bergschule. Also 2 Bergführer unterwegs. Also insgesamt ist die Gruppe dann 24 Mann plus 2 Bergführer. Wobei wir dann natürlich dann gucken, dass wir eben 2 Gruppen machen mit unterschiedlichem Anspruch, genau, weil wir das dann eben gewährleisten können. Und die Gruppen, die treffen sich dann so nach dem Motto, entweder bei den Pausen oder dann spätestens abends auf den Hütten hockt man dann wieder gemütlich zusammen und reflektiert einfach den Tag und hat nochmal einen schönen Ausklang. Aber wie ist es dann, wenn ihr zu zweit, dann habt ihr 24 Leute im Schlepptau? Wie ist das denn mit den Hütten? Also reserviert die vor oder also genau. 24 Leute auf so eine Hütte? Ich meine, ihr seid ja auch nicht allein unterwegs, da sind ja noch Horden anderer an manchen Tagen wahrscheinlich. Reden wir nicht drum rum, ja. E5 ist Massentourismus mittlerweile. Eben wie gesagt, also so traumhaft schön, wie der Weg eben ist und deswegen, er zieht zurecht. Aber auf den Hütten, das ist, da geht's ab. Aber das ist schön auch auf den Hütten, man arbeitet nur mit Profis, die mittlerweile natürlich über die Jahrzehnte in das Geschäft auch reingewachsen sind. Und das läuft einfach, das ist eine richtige Maschinerie, also nicht nur auf den Hütten, sondern auch mit den Taxis, mit den Busunternehmen, mit denen man sich natürlich teilweise auch bei den nicht so schönen Wegstrecken, wo man halt wirklich latschen müsste, sich dann transportieren lässt. Okay. Um das eben dem Gast natürlich auch einfacher zu machen und liegt natürlich auf der Hand, dass man sich da viel sparen kann. Und das ist eben Massentourismus, muss man ganz klar ansprechen, der allerdings natürlich versucht wird, so angenehm wie möglich zu gestalten. Und der Gast nimmt natürlich in dem Fall auch Geld in die Hand und gibt es der, in dem Fall, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, der Alpinschule, meinem Arbeitgeber. Gerne, aber da findet dann eben die Organisation alles statt. Also der Gast muss sich um nichts kümmern, es wird alles vorher gebucht. Es steht hundertprozentig fest, dass der auch in der Hochsaison dann seinen Schlafplatz kriegt. Es ist alles reserviert. Und wir als Bergwanderführer sind dann eigentlich nur noch vor Ort für die Abwicklung zuständig. Mhm. Sprich, wir gehen dann zum Hüttenwirt, sagen, hey, es sind jetzt wirklich so und so viele Gäste da, es sind Vegetarier so und so, welches Lager soll ich denen geben? Und dann zeige ich den Gästen eben vor Ort die Infrastruktur, eben wichtig sind die Sachen Duschen, Trockenraum, wenn das Wetter schlecht war. Und heute Abend gehen wir um die und die Uhrzeit hier essen, also da treffen wir uns dann bitte alle pünktlich. Und ich bin dann eben so für Ort dann für die Abwicklung zuständig. Dann wird dann über den nächsten Tag noch geredet, wird die Karte ausgepackt und dann wird den Gästen, weil viel interessiert das natürlich, hey, wie geht's weiter, wo gehen wir morgen lang? Und dann wird dann eben über den nächsten Tag geredet.
Aber wie gesagt, der Gast muss sich um eigentlich gar nichts kümmern. Er muss eigentlich auch nur mir hinterherlaufen und er kann den ganzen Weg eigentlich, wenn er will, sich die GoPro auf den Kopf binden, sich nur darum kümmern, geile Aufnahmen zu machen, wenn er möchte. Auf Autopilot hinter dir. Ja, genau. Und ich muss halt ehrlich sagen, es gibt viele Gäste, da habe ich manchmal den Eindruck, wenn sie da bei uns im Büro kommen und sozusagen die Reise beginnt, dass viele ihr Hirn da auch mit Absicht lassen. Weil manche sind dann wirklich teilweise, kommen sie echt mit komischen Fragen dann um die Ecke. Aber da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil sonst tappe ich hier in ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Aber da gibt es echt die lustigsten Sachen, da müssen wir mal drüber reden. Ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn sie das Gehirn abschalten, weil dann können sie es vielleicht genießen, diese 8 Tage oder wie lange das dauert. Hoffentlich, ne? Machen sie das auf jeden Fall, also, ja. Nee, also die meisten Gesichter, wenn man dann in Meran ankommt, eben das Zielhotel dann erreicht hat und dann sieht es halt richtig, da schon die lustigsten Geschichten und Schicksale erlebt und da freut es einen auch. Also es sind auch schon Freudentränen geflossen und sonst was. Und wirklich, es ist dann wirklich immer schön, wenn es dann alle schaffen und heil ankommen. Was war da so die schönste Geschichte oder das schönste Erlebnis mit irgendeiner Gruppe, die du da mal hattest? Es gibt so viele. Also die Frage habe ich jetzt auch schon häufiger gehabt. Kann ich dir jetzt so spontan gar nicht beantworten, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß, einen Gast hatte ich mal und das hast du dem die ganze Tour über nicht angemerkt, eine Woche, und du bist ja wirklich dann in enger Beziehung mit deinen Leuten auch, weil du unterhältst dich mit denen, du bist den ganzen Tag, hockst du eigentlich aufeinander und hast nur abends sozusagen deine Ruhe, ein bisschen Abstand, sage ich mal. Und da gab es diesen einen Gast, den hast du die ganze Woche nicht angemerkt, dass der extrem unter Druck stand. Der hat sich selber so viel Druck gemacht, ob er es packt, ob er dem Tempo gerecht wird und sonst was. Und dann im Iran, wenn man dann abends im Hotel dann eben hockt, frisch geduscht, lecker gegessen und alle haben ihren schönes Dress an, sage ich mal. Man hockt dann nochmal in der letzten Runde zusammen und trinkt gemütlich seinen Wein oder sein Bier und darf nochmal was in die Runde sagen. Und er hat dann einfach, da hat er dann gesagt, okay, er nimmt sich ein Herz in die Hand, weil er eigentlich auch ein ziemlich ruhiger Typ war, ein Vertreter, und hat dann ehrlich gesagt eben, wie viel Druck er sich die Woche aufgebaut hat und wie schwer es dann eigentlich für ihn war. Und dann hat er in die Runde das gesagt, wie krass in diesem Moment einfach, was dafür einfach ein Stein von seinem Herzen gefallen ist. Und dann ist er in kurzen Tränen ausgebrochen und gesagt, wie stolz er auch auf sich ist, weißt du, dass diese Leistung geschafft zu haben. Und du hockst dann da als Bergmann dafür und denkst dir auch, hey, du bist auch ein Teil und hast was dazu beigetragen. Und da habe ich teilweise mit Gänsehaut da gehockt und mich hat das so gefreut in dem Moment. Und ich habe in die Runde geguckt, alle, die haben es nicht mitgekriegt diese Woche, wie der sich da eigentlich abgeschunden hat. Aber in dem Moment hat er dann gesagt, das hat sich alles gelohnt und wie dankbar er einfach dafür war. Und das sind so Momente, da denkst du dir, krass, ja, so schön kann das Leben sein, gell? Wie oft bist du jetzt den E5 schon gelaufen oder gewandert? Ja, also letztes Jahr, Sommer 2016, war ja meine erste Saison als Bergwanderführer. Da habe ich ihn jetzt 6-mal geführt. 6-mal, da bist du ja ordentlich unterwegs. Da kennst du ja quasi schon auch Blindflug. Also. Ja, mittlerweile kennt man ziemlich gut, aber ich sage es immer wieder, sagen auch viele, ist das nicht langweilig. Klar, es gibt Momente, da schaltet man auch mal ab, wie du sagst, auf Autopilot vielleicht mal. Auf der anderen Seite, ich muss es dir nicht sagen, jeder Tag im Berg ist ein gewonnener Tag. Und jede, ja, das Wetter ändert sich, genau. Du hast wieder andere Gäste auch hinten dran. Also es ist immer ein anderes Spiel, sage ich mal. Von dem her, die Abwechslung ist immer gegeben. Aber die sind jetzt doch schon ein ganzes Stück langsamer als du. Also ich bezweifle, dass da mal jemand dabei ist, der schneller ist als du. Ist das dann nicht irgendwann mal langweilig, wenn du da so vor dir her trottest und wissen, ja eigentlich, oh, jetzt so? Das habe ich mir eben letztes Jahr, gedacht, bevor ich meine erste Tour so hatte. Ja, wird ein gut tolles Experiment, ob ich das überhaupt kann oder so. Wirklich dem gerecht werden, dem Gast eben. Und du musst ja dem schwächsten Glied gerecht werden vom Tempo und dann passt es. Dann machst du einen guten Job. Mein Chef sagt immer richtigerweise, ein gehetzter Gast ist ein Gast, der nicht wiederkommt. Und das ist das, was du absolut vermeiden sollst. Wenn das Tempo passt, bist du ein Top-Bergführer oder auch Bergwanderführer in dem Fall. Das ist nämlich das A und O. Und da habe ich mir auch gedacht, ob ich das hinkriege, weil ich kenne es eigentlich nur mein eigenes Tempo gehen, durch die Berge rennen, so nach dem Motto. Und eben eingangs habe ich es erwähnt, das ist die perfekte Ergänzung für mich mittlerweile, weil ich habe gelernt, ich kann das richtig gut. Ich kann es richtig gut schön langsam gehen und dann einfach mich auf meine Gäste dann einlassen. Und mir hat es eben auch wieder gelehrt, ich sehe die Berge natürlich dann ganz anders, weil ich muss nicht mehr so aufmerksam sein, wenn du mit hohem Tempo im Berg unterwegs bist, da musst du auf deine Tritte mehr achten, sage ich mal, mehr deinen Blick eben auf den Boden, auf das Wesentliche um dich herum haben. Als Bergwanderführer kann ich dann wirklich mal wirklich auch während dem Gehen den Blick schweifen lassen. Das, was ich zu meinen Gästen immer sage, wenn ihr schaut, erst stehen bleiben und dann schauen, weil sonst landet ihr auf der Nase. Ist eben das, was ich die ganze Zeit falsch mache, so nach dem Motto, ich gucke halt wirklich nur in der Gegend rum. Klar, der Bergwanderführer ist dann auch meist der, der als erster auf der Nase landet, aber das gehört dazu. Berufsrisiko, sage ich da immer. Aber das ist halt diese tolle Ergänzung, sage ich mal eben, weil das gewährleistet mir dann eben
die Berge und die Natur nochmal ganz anders wahrnehmen zu dürfen. Und deswegen ist es extrem entspannt, so entschleunigt unterwegs zu sein. Was ist da so die schönste Strecke oder Abschnitt, Etappe von dem Ganzen? E5, das ist das Tolle, so abwechslungsreich, von dem her gibt es da kein schönstes. Okay. Du gehst hier wirklich von den verschiedensten Klimazonen, also wenn du hier allein vom, jetzt sag ich mal, Allgäu, dann 2 Tage später im Inntal bist, merkst du schon, da ist immer 2-3 Grad wärmer, die Vegetation verändert sich dementsprechend, dann hast du das Ötztal da noch drin mit Gletscherwelt und sonst was und am Ende landest du im Finchgau, da wo der Wein angebaut wird, also das war jetzt mal kurz runtergebrochen, also in kurzer Zeit, in diesen paar Tagen, es sind ja 6-7 Tage, wo die Tour geht, so abwechslungsreich, alle Höhenlagen, von dem her ist wirklich jeder Tag schön irgendwo, eine Herausforderung für sich, aber gerade deswegen extrem schön. Und ich kann es halt wirklich verstehen, warum der E5 zu so einem Klassiker geworden ist. Also die Route spricht für sich und es ist wirklich ein tolles Ding. Ich habe dieses Jahr dann auch vor, mal den E5 allerdings zu laufen. So von der Spinnerei her in möglichst wenig Etappen, also mir schweben so 2 bis maximal 3 vor. Also quasi ein Drittel von dem, was man eigentlich normal macht. Denkst du, es ist machbar? Machbar auf jeden Fall. Ob es für dich machbar ist, weiß ich nicht. Okay, gut. Danke. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ja. Mein Plan war es, das Ganze andersrum zu machen. Also von Meran nach Oberstdorf. Aus mehreren Gründen. Einerseits, ich könnte mein Auto hier beim Florian stehen lassen und wüsste, wenn ich ankomme, die letzten paar Kilometer, da hätte ich dann quasi so den Empfangstrupp vielleicht sogar. Ja, und die Reifen sind dann am Auto. Die Reifen sind am Auto und ich hätte eine Dusche. Das ist schon mal viel wert, glaube ich, dann für mich. Und ich bräuchte mich dann nicht nochmal irgendwie drum kümmern, wie ich denn von Meran zurückkomme. Ja. Und das andere ist, habe ich mir so gedacht, es sind ja viele Leute, die sind relativ langsam, zumindest so langsamer als wir Läufer quasi unterwegs. Und wenn ich jetzt hinter denen herlaufe, muss ich ja mal die ganze Zeit, Achtung, und gehen Sie mal rechts, ich überhole, Achtung, ich komme gelaufen und so weiter. Ja. Wenn ich denen entgegenlaufe, dann sehen die mich ja und hüpfen zur Seite und gucken etwas erschrocken. Du bist unübersehbar, ja? Von dem genau. Siehst du das auch so oder hättest du noch eine andere Idee, was man da machen könnte? Also das Argument mit dem Überholen und sonst was, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das ist vollkommen richtig. Also kannst du dir ja vorstellen, wenn da so eine Karawane mit 24 Eben. Leuten unterwegs ist und dann reden wir hier von einer Bergschule mit 24 Leuten, da macht es definitiv Sinn, dass du schon mal das von der Backe hast. Und was natürlich auch irgendwo Sinn macht, die wenigsten, oder ich habe, ja, jetzt wenn ich so überlege, letzten Sommer, die wenigsten gehen wirklich von Meran nach Oberstdorf. Bergschulen gibt es gar keine, die den anbieten, also kommerziell haben wir null erlebt letzten Sommer. Vielleicht ein paar, die es eben wie du machen, privat, aber natürlich mit einem anderen Tempo. Die eben genau das gleiche wie wir Bergwanderführer mit unseren Gästen eben halt einfach nur von Meran nach Oberstdorf machen. Für mich liegt auf der Hand, warum es halt von Norden nach Süden geht eben. Man geht gefühlt ins schöne Wetter, sage ich mal, ja. Richtung Süden, oder? Da, wo es halt einfach schön ist, wo der Wein ja. wächst. Ja. Und gerade weil unsere großen, also Großanteile hier natürlich... Ja, genau. Weg vom Enzian sozusagen, der ist ja hier grausig. Nee, Enzian ist gut. Der Großteil unserer Gäste sind halt einfach deutsche Gäste und für die macht das natürlich irgendwo mehr Sinn. Die kennen Gardasee und sonst was, das ist halt dieses Urlaubsziel, oder? Drum, wir laufen runter Richtung Südtirol. Das gleiche, ein paar Niederländer hat man ja immer dabei, Österreicher, einfach immer runter Richtung Süden. Und die Südtiroler wissen wahrscheinlich. Sonne hinterher. Genau. Und die Südtiroler wissen wahrscheinlich, wie schön es bei denen unten ist. Die wollen sowieso nicht hier hoch. Keine Ahnung. Gut. Nee, von dem her finde ich das echt cool, dass du es in die Richtung machst, weil das ist natürlich, dann kannst du auch mitreden, sag ich mal, über die Thematik E5, aber eben von der anderen Seite. Und das kann, die allerwenigsten können das von sich behaupten. Ich glaube auch, du siehst es, also ich merke es ja, wenn du deine Hausrunde, du rennst sie seit Jahren, dann läufst du mal andersrum. Es ist eine völlig neue Strecke. Klar, also. Definitiv. Ja. Klar, lässt sich auch noch offen, dann irgendwann mal zu sagen, okay, wenn du mal alt bist und gebrechlich, okay, ich nehme jetzt Geld in die Hand und gehe mit einer Bergschule nochmal von Oberstdorf nach Meran. Genau. Aber ich muss ehrlich sagen, wir haben vorher über die Träume und sonst was gesprochen, klar. Der E5 hat mich natürlich angefixt als Bergwanderführer. Irgendwann möchte ich den natürlich auch mal versuchen, so weit wie möglich an einem Stück zu gehen. Und für mich würde dann natürlich auch als Oberstdorfer natürlich Oberstdorf als Ziel auf der Landkarte stehen, ganz klar. Da starte ich in Meran
weil für mich das natürlich vom Kopf her dann auch eine ganz feine Sache ist, weil ich dann irgendwie habe, oh, komm, die Heimat ist das Ziel, das ist doch irgendwo genial, oder? Und für dich ist es ja, glaube ich, auch irgendwo, sag ich mal, in Anführungszeichen, du kennst dich hier auch aus in Oberstdorf. Kann man inzwischen fast schon als zweite Heimat betrachten. Sehe ich ja. Genauso, oder? Von dem her ist das für den Kopf, glaube ich, auch eine ganz feine Sache, sage ich mal, zu wissen, okay, da habe ich irgendwo einen Aufhänger. Und klar, wie du eben sagst, auch pragmatisch. Und es ist ich möchte dann ein Grillfest bei meinem Zieleinlauf am NTC haben. Habt ihr das gehört? Martin, hast du gehört? Martin, gleich mal auf die nicht Liste. Immer nur segeln, sondern... ja, okay. Hey, das kriegen wir alles auf die Reihe. Wir pushen dich dann die letzten Meter genau. Nochmal. Von der, was ist das Kempten heute? Ne? Genau, unten von der Materialseilbahn. Da endet die Tour nicht, die endet an der Kirche in Oberstdorf. Gell? Ja, ja. Die letzten Kilometer, die sind flach. Das wird hart, sage ich dir. Flach und auf Schotterweg, mein das Ding. Das wird brutal. Flat is boring. Okay. Ah ja. Nee, das wird auf jeden Fall. Aber wie ist das mit der Verpflegung unterwegs? Also so, alle wie viele Kilometer habe ich da mit einer Hütte? Ja, das ist das Tolle am E5. Also er ist so ausgebaut. Ich sag also wirklich mal, man kann es nicht... Brauche ich nicht alles vollstopfen, sondern kann unterwegs mich versorgen, du, oder? Da gibt es einen Haufen Fresstempel und zwar richtig gute auch. Also gerade die Hütten... Das könnte zum Verhängnis werden, weswegen ich es nicht in 2 Tagen schaffe. Ja, genau. Nee, auch weil ich jetzt vorher gesagt habe, Massentourismus und sonst was. Aber die Hütten, wie gesagt, die sind top organisiert. Das Essen auf jeder Hütte ist der Wahnsinn. Also... Die wissen wirklich, was sie machen, auch wenn sie es im großen Stil raushauen. Da habe ich immer wieder Chapeau davor, was die Teams da auf den Hütten leisten mit ihren Hüttenwirten und sonst was. Das ist brutal, wie gut die Qualität da doch ist. Und auch die Hütten unterwegs an den Alpen, wo man vorbeikommt oder sonst wo, die sind natürlich auf den E5, auf den Tourismus eingestellt. Da kriegst du echt Essen vom Feinsten. Da musst du eben aufpassen, dass du nicht zu viel isst teilweise, dass du nur vorwärts kommst, gerade wenn du das laufen willst. Das mache ich dann in der Wanderwoche. Ja. Also einmal laufend und einmal wandern. Ja, genau. Mach es nochmal wandern und genieße es dann nochmal richtig. Und lass die Liquids weg und dann nochmal schön... Genau, die Tiroler Gröschtel und Kaiserschmarrn und so, die sind es auf jeden Fall wert. Oh. Kaspers Knödel. Ja, genau. Ja, so ist es. Was ist dann so der beste Monat oder die beste Jahreszeit, wo man den gehen sollte? Also gerade so vom Wetter her? Ja, beim E5 macht mittlerweile aufgrund der großen Nachfrage keinen Unterschied mehr. Es gibt keine Jahreszeit oder Saison mehr. Wenn die Hütten aufmachen, also sprich im Juni irgendwann bis Oktober, also Anfang ja oder Ende September macht ja die Braunschweiger dann zu. Ende September endet so der E5 dann, ist durchgehend mittlerweile Hauptsaison, weil komplett ausgebucht. Von dem her auch, als wenn du privat unterwegs bist, gilt das zu beachten. Man sollte sich danach richten, wann die Bergschulen nicht starten unter der Woche, dass man sich das so eintaktet. Aber für dich macht es eigentlich eh, du bist da eigentlich ziemlich autark unterwegs, weil du läufst ja eh in eine andere Richtung und wenn du das in 2-3 Tagen machen willst, fällst du da eh durchs Raster, sage ich mal. Aber vom Wetter her, wie ist das da? Du bist Trailrunner, sag ich mal, du bist hart im Nehmen. Ja, so auf Schnee könnte ich jetzt verzichten. Also Regen macht mir jetzt weniger aus, aber Schnee, da halte ich jetzt nicht unbedingt Lust. Dann sag ich mal, ja gut, weißt eh, es kann auch im August mal wieder reinschneiden oder sonst wo, dagegen ist immer nicht gewappnet gegen das Wetter. Aber wenn du Schnee meiden willst, dann der Juni auf jeden Fall nicht. Solltest du irgendwann mal ab Juli, sag ich mal, bis in September, genau, da geht es schon. Ja, also ich hätte jetzt auch so August oder so. Ja genau, also aber du machst ja die Hitze auch weniger, dann kann es da wieder passieren, dass es dir einen auf den Deckel haut. Aber gut, aber in Bergen geht das glaube ich immer, weil du hast immer einen Bach, wo du dich schnell mal abkühlen kannst oder Bächen so. Bächen gibt es immer irgendwo, ja. Da kann man sich mal schnell reinwerfen. Genau. Dann ist man wieder frisch. Ja. Wunderbar. So, bevor wir jetzt zu meinen Fragen kommen, die jeder bekommt, habe ich noch eine ganz andere Frage. Du bist ja gebürtiger Oberstdorfer. Wohl? Warum sprichst du kein Dialekt? Damit mich jeder versteht. Das finde ich aber ganz blöd. Nee, ganz ehrlich, ja, mein Freundeskreis, also mit denen ich groß geworden bin, bei denen ist es mittlerweile, die sprechen auch alle Hochdeutsch. Meine Eltern haben da, ich glaube, ich will nicht sagen geachtet, aber schon geschaut, dass wir eben das auch so mitbekommen, damit uns eben jeder überall versteht. Das Tolle ist halt, ich verstehe den Dialekt. Auch teilweise den krassen. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, habe halt von dem her auch immer den Kontakt zu den Einheimischen gehabt. Verstehen tue ich sie gut, aber ich spreche es einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Und ich versuche es auch gar nicht irgendwie da was Gebrochenes rauszuquetschen oder so. Gut, früher, wenn ich mal im richtigen Zustand war, sage ich mal, was gerade Alkohol betrifft oder so, und dann rutscht halt schon mal der Satz raus oder sonst was, da merkt man schon, wo man herkommt. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, rede ich frei Schnauze und lass mich da auch nicht verbiegen und das ist halt einfach Hochdeutsch. Gut, dann ein paar kleine Fragen.
kurze Frage, lange Antwort gerne, wenn du magst, je nachdem. Oder auch umgekehrt, genau. Oder, genau. Berge oder Meer, dein Favorit Berge. Und warum? Haben wir jetzt, glaube ich, genug drüber gesprochen. Ja. Ich finde Meer auch genial. Eben, ich war ja jetzt letztes Wochenende Istrien da den Wettkampf und bin am Mittelmeer gehockt und fand es echt genial da bei schönen Temperaturen. Es hat auch was einfach. Es ist dann die genial, Mischung macht's, glaube ich. Genau, ne? Das ist das Geniale da eben in Istrien, direkt an der Küste, an der Adria. Guckst in die eine Seite, guckst dir das Meer an, genial. Drehst dich um und siehst schon wieder die ersten Hügel, wo man Höhenmeter machen könnte oder sonst was. Das ist genial, ja. Ich habe es bei meinen Großeltern, die wohnen oben Kappeln an der Schlei. Also meine Mutter kommt daher. Also ich, familiär bin ich es auch gewohnt, irgendwo am Meer zu leben, sage ich mal. Ich kenne die Seite auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, dass mir dann nach ein, zwei Wochen wäre es mir da langweilig, ja. Ich könnte da oben auch super laufen. Wie gesagt, ich laufe gerne flach und könnte da meine Kilometer auch machen. Aber irgendwann würde mir im Herzen irgendwo wirklich was fehlen. Ja, es klingt blöd und mag übertrieben klingen, aber... Völlig nachvollziehbar. Es ist so, ja. Ich schätze, das, ja, es ist Lebensqualität. Punkt. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Ja, es wäre ein Kampf ums Überleben, weil ich ständig gucken müsste, dass ich was zu essen kriege. Okay, nee, gehen wir einfach mal aus, du hast zu essen, du kriegst irgendwie zu essen. Also was würdest du einfach machen? Würdest du lesen? Würdest du die ganze Zeit rumrennen? Würdest du in der Wiese sitzen? Ja, ich würde gucken, dass ich, oder nicht nur gucken, automatisch würde ich die meiste Zeit draußen verbringen. Fertig, aus. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Am besten beides in einem Tag. Okay, aber wenn ihr jetzt... Gibt kein Favorit. Gibt kein Favorit. Nee. Welches Gadget hast du immer dabei, wenn du in die Berge gehst? Also jetzt immer die Uhr dabei oder die Kamera? Ja, automatisch dabei, klar, weil es halt praktisch ist, die Uhr. Was ich natürlich auch immer gern dabei habe, aus 2 Aspekten, ist ein Smartphone. Mhm. Einmal aufgrund der Sicherheit natürlich. Ich hoffe, mein Vater hört irgendwann mal diesen Podcast. Ja, ich habe mein Handy aufgrund der Sicherheit dabei, damit ich dich anrufen kann, wenn mal was passiert. nee, aber auch, ich liebe es einfach, wenn du da mal unterwegs bist, gerade in den Bergen und einfach mal schnell einen Schnappschuss machen kannst oder so. Also das finde ich halt dann genial, dann einfach schnell das festzuhalten auch in dem Moment. Okay. Hast du irgendwelche, also so deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge? Also hast du irgendwas, was du gerne liest, was du gerne schaust, egal ob jetzt offline oder online? Ja, gute Frage. Ich lese also absolut gerne, klar, Alpin-Magazine oder sonst was, wenn sie mir in die Quere kommen. Also ich habe keins in dem Sinne abonniert. Das Einzige, was ich abonniert habe, ist Trail-Magazin. Mhm. Das lese ich eigentlich ganz gern, weil es sehr authentisch ist. Da gab es jetzt wieder den interessanten Beitrag mit den Rechtschreibfehlern oder sonst was. Ja, aber der fällt jedem Leser auf. Aber gerade das macht dieses Magazin eben so sympathisch für mich, muss ich ehrlich sagen. Es ist extrem nah bei uns Läufern und deswegen finde ich das so toll. Ansonsten natürlich Vitamin B. Ist ganz toll. Das muss ich jetzt einfach sagen, oder? Nee, Strike, genau. Ich habe da eigentlich nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Klar, ich bin auch so der klassische Typ, der gerne mal wieder auf YouTube rumhängt und sich geile Videos anguckt von den Weltklasse-Leuten, wie sie irgendwas rocken oder abgehen, aber auch Inspirationen eben einholt, wenn es dann wieder heißt, wenn irgendwo wieder, wenn ich weiß, ich fahre zu dem Wettkampf und zu der Gegend oder das Tal kenne ich noch nicht und dann guckst du erstmal natürlich YouTube, gibt es da bewegte Bilder oder so und vorher mal ein bisschen Informationen reinholen. So, das sind eigentlich so die klassischen Sachen, sage ich mal. Und ich unterhalte mich natürlich eben gern mit Leuten, die schon mal irgendwo waren, wo ich weiß, okay, da will ich auch mal hin und hole mir da halt dann im Gespräch gerne die Informationen rein. Hast du schon Hunger? Oh ja. was empfiehlst du gegen Bergweh? Also, oder gibt es irgendwas, was du deinen Kunden nach so einer Tour sagst, die jetzt quasi aus den schönen Alpenregionen wieder zurück nach Hamburg müssen? Also Bergweh definierst du als also loslassen von den Bergen und nicht wollen? Oder? Nee, sondern eher so dieses, ich bin für ein halbes Jahr in Hamburg und mir fehlen die Berge. Was könnte ich dagegen tun? Oder was würdest du dagegen tun? Du würdest jetzt wirklich ein halbes Jahr mal da sein müssen und ja. Wie würdest du dich über Wasser halten, dass du nicht völlig durchdrehst? Das ist eine ganz gute Frage, weil eben mit dem Problem muss ich mich zum Glück nicht auseinandersetzen. Du versuchst es einfach zu verdrängen und zu vermeiden, dass das nicht passieren kann. Ja genau, muss ich eigentlich auch gar nicht eben, weil mein Leben automatisch in den Bergen stattfindet, ja, weil ohne ging es ja nicht. Nee, aber ist eine gute Frage. Ja, was man machen kann, also wenn ich das irgendwem als Tipp geben sollte oder so, ist einfach
planen. Einfach, wenn man genau weiß, hey, in einem halben Jahr bin ich wieder in den Bergen. Am besten gleich fix machen, wo es hingeht und dann einfach planen und gucken aufgrund der digitalen Welt heutzutage. Vorfreude aufbauen. Genau, Google, sonst was, Informationen reinholen, welche Touren kann ich machen, was ist da geboten. Da fängt es schon an mit der Unterkunft. Wo kann ich da pennen, auf welchen Hütten, welche Hotels gibt es da, welche Berge kann ich da erklimmen und einfach eben diese Vorfreude, ja. Das ist ja das Geniale eben heutzutage. Eben immer wieder Thema YouTube, gibt es bewegte Bilder, gehe ich auf Outdoor Active, tue mir meine Route schon mal zusammenlegen, hole mir Wanderkarten. Ich bin ein Typ, der extrem gern einfach in Wanderkarten reinguckt. Ich lese wenig, muss ich ehrlich sagen, außer ein paar Magazinen eben. Aber was ich extrem gut kann, gib mir eine Wanderkarte und da kann ich stundenlang reingucken und gucken einfach sonst was. Das Ape Map zum Beispiel, auch eine geniale App zum Beispiel, wo das Ganze eben digital auf dem Handy ist. Da kann ich Stunden mit verbringen, einfach gucken, Gegenden, die ich nicht kenne. Und so würde ich es dann machen. Da sind wir sehr, sehr gleich. Ja. Also gib mir eine Wanderkarte und ich bin beschäftigt. Genau. Vielleicht noch ein Bier daneben, dann das ist dann so. Genau. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast als Gast hören? Gibt es da irgendjemanden, also die, die schon drin waren, musst du jetzt nicht unbedingt nennen, also wenn du da irgendwie spontan jemanden einfährst, wo du sagst, jo, den habe ich mal kennengelernt auf einer Tour oder irgendeiner Hüttenwirt, wo du sagst, der ist cool drauf, der kann ein paar coole Berggeschichten erzählen. Boah, das ist eine gute Frage. Sky Dumont wäre schon mal cool, alleine wegen seiner Stimme. Sky Dumont? Was hat der denn mit Bergen zu tun? Nix, aber seine Stimme wäre genial zu hören. Okay. Ja, war für die Outtakes, glaube ich. Nee, das ist eine gute Frage, weil es gibt halt echt, das ist das Tolle, wenn du in den Bergen unterwegs bist, das wirst du auch wissen, oder auch wenn man auf Wettkämpfe geht, man lernt so viele interessante Charaktere kennen, die so viel zu erzählen hätten. Eben wie du sagst, gerade so Hüttenwirte oder so, ich glaube, die können uns einige Schwänke erzählen, auch über Deppen, die sie kennengelernt haben, wo sie dann froh sind, dass sie am nächsten Tag wieder die Hütte verlassen oder sonst was. Gibt es da jemanden jetzt so in meinem direkten Umfeld, der mir so spontan, sage ich mal, einfällt? Muss ich ehrlich sagen, kann ich dir jetzt so... Wenn dir irgendwann einer einfallen sollte oder du sagst, den würde ich gerne mal von ihm im Gespräch hören, dann einfach E-Mail, WhatsApp... WhatsApp ist das Einfachste, genau. Machen wir das auf dem Weg, genau. Wunderbar, bevor ich mich gleich nochmal bedanke bei dir, wie können die Leute denn, wenn die mit dir eine Tour machen wollen, wie erreichen die dich, wo können die das buchen, wo sehen die mehr von dir? Also wenn sie direkt mit mir als Bergwanderführer unterwegs sein wollen oder so, ich sage jetzt mal einfach den klassischen Weg, einfach auf Google gehen, E5 eingeben, Bergtour, sonst wie, weil dann kommen dann direkt die ganzen Bergschulen, die hier in Oberstdorf ansässig sind und hier starten. Ja, die wollen ja mit dir gehen, die haben dich jetzt gehört, die finden dich sympathisch, die wollen mit mir gehen. Dann müssen sie sich direkt an die Alpinschule Oberstdorf wenden, das ist nämlich mein Arbeitgeber. Das wird mein Chef freuen. Andi, hast du gehört? Nee, also dann wirklich direkt an die Alpinschule Oberstdorf, weil ausschließlich für die führe ich. Mhm. Da bin ich festangestellter Bergwanderführer, bin auch hochzufrieden. Also echt Top-Team, die Mädels im Büro sind der Wahnsinn und auch die Kollegen. Ja, da geht man echt immer wieder gerne hin, hat eine super Zeit. Und dann eben, wie gesagt, der klassische Weg über Google läuft es dann meistens und da kann man das dann direkt buchen. Da stehen dann die Touren noch drin. Ich muss leider dazu sagen, 2017 schon alles ausgebucht, da geht nichts mehr. Man muss da echt immer früh dran sein. Ab Herbst wird es dann wieder freigeschaltet, dann eben jetzt dann für die nächste Saison 2018. Aber Blog oder sowas hast du nicht? Gar nicht. Also eine Sportlerseite auf Facebook. Ja, du lachst jetzt blöd, aber das ist das Einzige, was ich habe sozusagen. Also ich bin vertreten natürlich, also als Jojo Klein auf Facebook. Das ist so mein Hauptchannel, sage ich mal. Mich gibt es natürlich noch auf Instagram. Aber der Rettungshubschrauber, das ist nie gut, wenn der fliegt. Also tief. Ja, wahrscheinlich vom Golfplatz, Golfball erschlagen oder so. Ne, die haben ja auch, da vorne ist ja ein Bergwachtgebäude da beim Langlaufstadion. Da hat er seinen Landeplatz, der wird jetzt wahrscheinlich andocken. Wir werden es jetzt sehen, wo er rausfliegt. Nee, aber gerade gegen Berg. Finde ich toll, dass wir darüber sprechen können, weil. Ja, genau, dahin fliegt er jetzt. Der hat da vorne ist ja Bergwachtgebäude dann gleich, wo der jetzt landet. Da vorne ist ja das Langlaufstadion und direkt da ist dann auch die Bergwacht. Ja, da landet er jetzt. Finde ich toll, dass ich die Gelegenheit hier habe, auf meine Seite zu verweisen. Jojo Klein, da könntest du, ich sage immer... Verlinke ich auf jeden Fall, weil ich habe es nämlich auch noch nicht geliked. Was, schändig. Ich habe sogar deine Seite geliked. Ja, das soll ja was heißen. Ja. Ich habe sogar mal... Ich wusste nicht, dass du schon in dieser medialen Welt angekommen bist. Ja, genau. Ich habe gesehen, du hast über 2000 Likes, also das ist ja auch gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Es hat lange gedauert, wobei ich muss mal wieder aufräumen, muss ich ehrlich sagen. Da sind so ein paar dabei, die ich nicht haben möchte.
Da reden wir nachher drüber, oder? Nee, die ich nicht haben möchte, im Sinne von so die über irgendwelche Sachen, wo ich mal irgendwie verlinkt wurde, ja. Und die aber nie irgendwie, also so, andere würden jetzt sagen, klassisch gekaufte Links, ich habe aber, oder Likes, ja. Ich habe aber nie was gekauft, aber die kommen trotzdem aus irgendwelchen Gründen dann drauf. Aber wenn dann so jemand mit Sonnenbrille an seinem roten Mazda steht, ja, die haben nichts mit mir zu tun, glaube ich. Also. Die brauchst du nicht. Genau. Nee, aber wie gesagt, gerne Facebook auf jeden Fall. Instagram bin ich noch unterwegs, wo ich ausschließlich wirklich versuche, da sind nur Naturbilder oder so. Da wird nichts von Menschen, sage ich mal, gepostet oder so. Da geht es mir wirklich um Natur und um Berge. Und die halt noch sportlich unterwegs sind, eben, ich bin auch noch auf Strava. Da könnt ihr mir folgen und gucken, was der Jojo so treibt. Genau. Und nicht treibt. Und versuchen, ihn zu challengen. Ja? Nein, nicht wirklich. Nicht mehr in diesem Leben. Du bist meine Herausforderung. Wenn am Ende der Woche, wenn ich dann meinen Channel mit deinem vergleiche und sehe, ich habe mehr Kilometer und Höhenmeter, dann mache ich immer wieder Kreuze und denke, das machst du im Schlaf. Die Woche, die ist gerockt. Nee, aber es wird mal wieder ausstehen. Oder haben wir das eigentlich jemals gehabt? Einen Lauf zusammen? Das haben wir noch nicht gehabt, gell? Nee, im Sommer. Genau. Ich habe heute einen coolen Spruch irgendwo gelesen von Lauf schneller, selbst Chuck Norris ist im Stehen fixer oder sowas. Den fand ich ganz cool. Ja gut, aber so ungefähr fühle ich mich dann. Nee, der wird auch auf mich, glaube ich, zu. Der trifft auf uns alle zu. Du. Chuck Norris ist unschlagbar. Definitiv. Wahrscheinlich, da gibt es bestimmt auch den Spruch, wie viele Kilometer läuft Chuck Norris? Alle. So ist es. Alle. Alle. Wunderbar, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich freue mich, das war ein richtig cooles Interview. Jetzt habe ich auch richtig Bock auf den L5. Ja, das freut mich zu hören. Werde dann demnächst mal in die Planung einsteigen und werde das dann mal veröffentlichen, wann ich das mache, damit ich dann auch empfangen würde mit Bier und Wurst. Ja, du musst mir das auf jeden Fall sagen, weil es kann natürlich sein, und das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Dass wir uns dann abklatschen. Das ist nicht weit hergeholt, ja. Wenn du die Standardroute gehst, dann kann das definitiv passieren, weil ich werde jetzt im Sommer, ich habe meinen Plan eben schon, können wir uns abstimmen. Ich führe jetzt wieder auch 5-6 Mal, glaube ich, heuer. Ja. Von dem her könnte das passieren. Da du ja dann nachts Zeit hast, da kannst du mal kurz entgegenlaufen, dann läufst du ein Stück mit und dann... Das kriegen wir hin. Stirnlampe habe ich sowieso dabei. Okay, ich danke dir und bis demnächst. Hey, ich habe zu danken, also war echt cooles Gespräch und ja, ich muss noch sagen, viel Glück dann auf Madeira auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Steht ja bald an, das große Projekt. Und ja. Dass du dann nächstes Jahr den Großen angehen kannst. Ich hoffe es.